Ich meine Männer. Sie ist eine Kämpferin gegen das zerstörerische Patriarchat. Wegen Vandana Shiva gibt es keine genmanipulierte Nahrung in Indien. Vandana Shiva, ein Leben für die Erde. Der Dokumentarfilm. Morgen 20.15 Uhr bei Phoenix Doc In. Teil des Phoenix Doc Film Festivals. Molotow-Cocktails auf ein jüdisches Zentrum mit Kindergarten, gewalttätige Ausschreitungen auf Pro-Palästina-Demos, auch heute Abend wieder mitten in Berlin. Das ist eine Schande für Deutschland, so hieß es heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Harte Strafen werden gefordert, schnelle Ausweisungen. Aber bekämpft man damit den Antisemitismus? Die Regierung verstärkt den Schutz jüdischer Einrichtungen. Denn seit den Terrorattacken der Hamas ist die Stimmung auch bei uns aggressiv. Nachrichten aus Gaza verbreiten sich rasend schnell und mobilisieren hier Gewalttäter. Nach dem Angriff auf Israel, wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Heute Abend gab es wieder Auseinandersetzungen zwischen Polizei und pro-palästinensischen Demonstranten. In Neukölln waren mehrere hundert Menschen unterwegs. Es gibt Aufrufe zur Gewalt in den sozialen Medien. Es brennen Barrikaden. Die Berliner Polizeipräsidentin beschreibt die Lage als angespannt. Herzlich willkommen zur Phoenix-Runde aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Anna Starosielski ist bei uns. Sie ist die Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Sprecherin der Werteinitiative. Das ist ein Verein, der sich als eine zivilgesellschaftliche jüdische Stimme in Deutschland versteht. Ich begrüße Eren Güvercin. Er ist Journalist und Autor, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Herzlich willkommen, Sebastian Fiedler von der SPD. Er ist Mitglied des Bundestages seit 2021. Zuvor war er Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und er ist Mitglied im Innenausschuss. Alexander Trom ist bei uns von der CDU, seit 2017 Mitglied des Bundestages und er ist der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Frau Starosielski, ganz einfach gefragt, wie geht es Ihnen? Also seit dem 7. Oktober ist es ein Mix an Gefühlen, das sich zeitweise auch verändert. Da gehört Verzweiflung dazu, weil man den Eindruck hat, man hat schon seit Jahren gewarnt, dass Antisemitismus zunimmt und was dagegen getan werden muss. Es ist absolute Angst und Panik, vor allen Dingen nach den Schreckensbildern, dass jüdische Wohnhäuser mit Davidsternen markiert worden sind oder heute früh oder beziehungsweise heute Nacht der Angriff auf eine Synagoge, wo ich immer auch regelmäßig beten gehe und die ganzen Gemeindemitglieder sehr gut kenne. Und Besorgnis auch mit Blick nach Israel, weil dort natürlich persönliche Beziehungen und Bekanntschaften auch bestehen und man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Herr Fiedler, wir haben jetzt eben die Bilder gesehen aus Neukölln. Da ist auf der Sonnenallee und um die Ecke, da gibt es seit Stunden Demonstrationen, gewalttätige Auseinandersetzungen. Man wurde eben im RBB wurde berichtet, dass die Polizei nicht unbedingt die Lage komplett im Griff hat. Wie sicher können Sie sein, dass das nicht eskaliert? Sicher können wir da nie sein, aber ich würde zumindest erstmal voranschicken, dass die Polizeibehörden, das sind ja hier vorwiegend die Einsatzhundertschaften, außerordentlich professionell mit solchen Lagen, so sagen die dazu, umgehen können. Das ist jetzt insoweit für die Bevölkerung und für uns selber alles sind das fürchterlich dramatische Ereignisse. Und nicht nur das, sondern sie sind abstoßend, weil die Botschaften, die damit gesendet werden, natürlich auch weltweit fürchterlich und ekelhaft sind. Aber aus Sicht der Sicherheitsbehörden sind das Dinge, mit denen sie professionell umgehen. So komisch ich das jetzt vielleicht auch anhören mag, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Sicherheitsbehörden in Deutschland hätten die Lage nicht im Griff, sondern ich habe eher den Eindruck, es wird da sehr professionell, rechtsstaatlich sauber gearbeitet. Also Sie würden sagen, sie ist dafür ausgerüstet und gerüstet, weil wenn wir jetzt jeden Abend in Berlin diese Bilder sehen. Deswegen müssen leider jetzt auch Wasserwerfer anrücken und im Zweifel eben auch einschreiten. Also das gehört eben mit dazu, weil, glaube ich, alle Sicherheitsbehörden, und die sind sehr intensiv vernetzt, der Bund hat die miteinander sehr intensiv koordiniert, das haben wir heute im Innenausschuss noch mal uns berichten lassen. Alle Sicherheitsbehörden sind nicht nur in Abachtstellung, sondern sind außerordentlich engagiert. Es ist zusätzliches Personal noch mal zum Schutz jüdischer Einrichtungen eingesetzt worden und natürlich auch, um mit solchen Demonstrationen so schnell wie möglich sie in den Griff zu kriegen, so will ich das mal sagen.
Diese Demonstrationen sind in Neukölln, es sind muslimische junge Menschen. Der Bundespräsident Steinmeier hat heute gesagt, wir sollen nicht verfallen in einen Generalverdacht gegenüber Muslimen. Fühlen Sie sich in einen Generalverdacht gestellt? Nein, weil ich bin selber gläubiger Muslim in Deutschland geboren, aufgewachsen. Und natürlich müssen wir aufpassen, dass es keinen Generalverdacht gibt, dass auch Muslime nicht kollektiv stigmatisiert werden. Aber als Muslim muss ich aber auch betonen, und das mache ich nicht erst seit diesem Terrorangriff der Hamas, es gibt ein Problem, was wir beim Namen nennen müssen. Das sind Antisemitismus in muslimischen Communities. Das darf man nicht kleinreden, man darf nicht verallgemeinern, aber man darf eben das Thema auch nicht kleinreden. Wenn ich da als Muslim dieses Thema anspreche, dann gibt es immer wieder so Reflexe aus bestimmten politischen Lagern. Man muss vorsichtig sein, damit der AfD dadurch nicht etwas an Futter gibt. Aber ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise. Die AfD wird immer den Antisemitismus, nur den muslimischen Antisemitismus thematisieren, nie den eigenen. Die brauchen gar keine Vorlage. Aber ich glaube schon, dass wir spätestens jetzt, glaube ich, realisieren müssen, es gibt einen muslimischen Antisemitismus, und dagegen müssen sich auch vor allem öffentlich wahrnehmbarer auch Muslime dazu verhalten und dazu auch eine Haltung zeigen. Warum tun Sie das nicht? Weil es gibt innerhalb der muslimischen Community natürlich auch enormen Druck, wenn man eigentlich Banalitäten wie, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, wenn man das in dem aktuellen Kontext öffentlich sagt, dann gibt es Anfeindungen, dann gibt es Drohungen, dann gibt es Beleidigungen, und man wird als Verräter dargestellt. Und das hat natürlich die Funktion, viele Muslime auch einzuschüchtern, dass man sich erst gar nicht dazu öffentlich äußert. Aber ich glaube, es braucht muslimische Vorbilder, die das auch wirklich offensiv machen, weil leider Gottes, das haben wir in den letzten Tagen ja erschreckenderweise ja verfolgen können, dass die muslimischen Dachverbände dazu leider nicht in der Lage waren. Mhm. Herr Trohm, heute gab es die Debatte im Bundestag, Aktuelle Stunde dazu. Da gab es auch starke Forderungen danach, Menschen auszuweisen, die Israel das Existenzrecht absprechen. Nun haben wir es doch aber hier auch mit vielen Menschen zu tun, die deutsche Staatsbürger sind. Also was soll diese Forderung nach Ausweisung? Ja gut, wir müssen zunächst einmal trennen natürlich zwischen denen, die deutsche Staatsbürger sind, und denen, die eben keinen deutschen Pass haben. Und in der Tat, wir sagen immer, der Bestand, die Sicherheit Israels und auch der Jüdinnen und Juden hier in Deutschland ist deutsche Staatsräson, genau auch wegen unserer historischen Verpflichtung. Und deswegen gilt es auch für alle, die bei uns hier in Deutschland leben und leben wollen. Und insbesondere für diejenigen, die noch keinen deutschen Pass haben, nicht Deutsche, da müssen wir ganz klar sagen, wir erwarten hier, dass jeglicher Antisemitismus unterbunden wird. Und wer sich dieser Staatsräson nicht unterordnen will, der hat keinen Platz in Deutschland. Und deswegen müssen wir konsequenter auch mit Ausweisungen vorgehen. Ich will einfach sagen, wir müssen Ausweisungen auch von Abschiebungen unterscheiden. Die Ausweisung ist zunächst einmal die Vorstufe, dass nämlich das Aufenthaltsrecht in Deutschland beendet wird und dass die Menschen dann wissen, wenn sie antisemitistisch auffallen, in welcher Form auch immer, dann haben sie hier auf Dauer keine Perspektive in unserem Land, kein Bleiberecht, und sie stehen außerhalb unserer Gesellschaft. Und das wird dann mit der Ausweisung auch entsprechend dokumentiert. Hilft Ihnen das, so eine Forderung? Also der Deutsche Bundestag hat das ja beschlossen. Ja. Also nach der Regierungserklärung gab es ja den überparteilichen Antrag, der im Bundestag beschlossen wurde. Und da steht drin, dass aufenthaltsrechtliche Maßnahmen geprüft werden sollen für Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist ein Mittel, was man in Erwägung ziehen muss, weil nämlich es geht eben auch darum, Menschen, die überzeugte Antisemiten sind, haben immer auch ein Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und Antisemitismus ist ein Mittel, an dem man messen kann, wie die Bereitschaft ist, in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zu leben und ob man bereit ist,
tolerant zu sein, ob man bereit ist, auch diese antisemitischen Ideologie sich davon zu befreien. Und gerade bei Menschen, die eben Antisemiten sind, das sehen wir ja unabhängig davon, wo der Antisemitismus herkommt. Sehr häufig ist Antisemitismus auch verknüpft mit anderen Ideologien oder mit anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit Misogynie, mit Homofeindlichkeit. Und der Antisemitismus ist eben ein Indikator dafür, auch zu prüfen, ob diese Menschen wirklich imstande sind und gewollt sind, an dieser Gesellschaft, an der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zu partizipieren. Aber jetzt finden Sie, es ist ein richtiges Mittel oder ein richtiges Mittel eben und diese Möglichkeit, dass man eben Menschen ausweisen kann aufgrund des Antisemitismus. Das ist ein wichtiges Mittel für Sie. Also es ist eines der Mittel, das man prüfen kann. Es ist nicht das einzige Mittel. Und die Frage ist sozusagen, ob das ein wirksames Mittel ist. Weil wenn wir uns die Personen anschauen, die auf den Demonstrationen sind, die meisten von denen sind deutsche Staatsbürger. Mhm. Und vielleicht sogar schon in mehreren Generationen hier aufgewachsen. Und deswegen ist halt die Frage, ob das tatsächlich dann auf Fälle greift. Wie umsetzbar diese Maßnahme ist. Ich glaube aber, dass es nicht richtig ist, sich nur sozusagen an dieser Maßnahme festzuhalten und nur darüber zu sprechen, weil so viel mehr sozusagen darüber hinaus auch getan werden muss. Herr Wiele, wie erklären Sie diesen Hass auf unseren Straßen? Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen... Da haben sich ganze Expertenkommissionen im Bundestag mit beschäftigt und haben große Werke dazu verfasst, die unter anderem diese unterschiedlichen Formen des Antisemitismus niedergelegt haben, die sehr, sehr viele Handlungsempfehlungen aufgeschrieben haben, angefangen von der Statistik bis hin zur Bildung. Ich will gar nicht alles aufzählen. Oder also fragen wir vielleicht dann anders. Was denken Sie, ist im Moment die richtige Reaktion darauf? Im Moment ist, ich würde Sie sozusagen so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite ist, glaube ich, jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir deutlich machen, dass wirklich alle Sicherheitsbehörden, und das meine ich jetzt wirklich wörtlich, einen ungeteilten Fokus darauf gerichtet haben, dass das Leben der Jüdinnen und Juden und der Israeli hier in Deutschland sicher sein muss. So, und das ist unmissverständlich. Und auf der Ebene der Sicherheitsbehörden ist das ein Riesenfokus, weil diese Botschaft muss, glaube ich, gesendet werden. Es ist heute im Innenausschuss nochmal gesagt worden, dass wirklich alle auf der Straße sind, um entsprechenden Schutz zu gewährleisten. Auf der Ebene der Nachrichtendienste gibt es einen Fokus. Im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum guckt man eben hin. Und man muss sozusagen dazu erklären, dass die Sicherheitslage ja, ich will mal sagen, sehr diffus ist, weil wir auf der anderen Seite unterschiedliche islamistische Gruppierungen haben. Wir haben noch zu sprechen möglicherweise über die Terroranschläge in Belgien und in Frankreich, was das entsprechend bedeutet. Das heißt, die Sicherheitsbehörden stehen vor einer durchaus bedeutenden Aufgabe. Aber es dürfte in den Sicherheitsbehörden wirklich niemanden geben und keinen Zweifel daran geben, wie bedeutend im Moment dieses Thema ist. Und diese Botschaft, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man den Leuten das erläutert. Dass es daran keinen Zweifel gibt, nach meiner Wahrnehmung gibt es auch da innerhalb der demokratischen Parteien keinen Zweifel, dass genau die Sicherheitsbehörden jetzt hier diesen Fokus senden müssen. Das ist aktuell, glaube ich, von großer Bedeutung. Und das beruhigt auch Menschen wie Sie? Ehrlich gesagt nicht, weil also ich bin mir bewusst, dass in Berlin und in anderen Städten und Bundesländern gerade die Sicherheitslage von Jüdinnen und Juden sehr ernst genommen wird und dass das auf der Prioritätenagenda steht. Allerdings ist es so, dass man auch sagen muss, dass es eine krasse Überlastung gibt und dass die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage sind, mit der Situation umzugehen und dass sie, also ich finde, man hat zum Beispiel bei den Demonstrationen gesehen, dass am vergangenen Sonntag über Stunden haben die Sicherheitskräfte nicht geschafft, eine Kundgebung aufzulösen, die verboten war. Und eine absolute Überforderung. Es waren Menschen dort, die skandiert haben, dass sie bereit sind, als Märtyrer nach Jerusalem zu gehen, dass die Hamas die Waffen nicht niederlegen soll, dass die Hamas die Zionisten richten soll. Und diese Menschen waren auch bereit, Sicherheitskräfte anzugreifen. Und diese Aggression und diese Aggressivität, die dort festgestellt werden sollte, überfordert meiner Meinung nach aktuell die Sicherheitsbehörden, weil das auch eine Lage ist, mit der man bislang vielleicht noch nicht konfrontiert war, ja, in diesem Ausmaß. Deshalb, ich bin bei Ihnen, ich verstehe, dass man jetzt versucht, Schutz zu bieten für jüdische Gemeinden, jüdische Schulen, Einrichtungen. Aber in der jüdischen Community reicht das nicht aus. Für wie gefährlich
oder wie gefährlich sehen Sie oder wie hoch sehen Sie die Gewaltbereitschaft bei Muslimen? Denn das eine ist ja, jüdische Einrichtungen zu schützen, aber es ist, glaube ich, im Moment schon gefährlich, mit einer Kippa auf der Sonnenallee in Neukölln zu laufen, oder? Das war ja auch schon davor nicht gerade ungefährlich, aber das ist eine sehr besondere Ausnahmesituation momentan, weil es ganz unterschiedliche islamistische Akteure auch unterwegs sind, sei es über arabische Fernsehsender, türkische Fernsehsender aus dem Ausland, eine gewisse Einflussnahme und Desinformation, die Menschen enorm manipuliert. Aber auf der anderen Seite haben sie gerade in den sozialen Medien ganz unterschiedliche islamistische Akteure, die eine enorme Reichweite haben und insbesondere auch junge Menschen adressieren, mit Desinformation manipulieren, emotionalisieren und sie natürlich damit mobilisieren wollen. Da gibt es ganz unterschiedliche Akteure. Und weil die muslimischen Verbände leider so eklatant versagt haben, wie sie in den letzten Tagen versagt haben, das muss ich leider so klar sagen, gibt es halt auch keine muslimische Religionsgemeinschaft, die irgendwie diesen jungen Menschen, die Orientierung brauchen, auch Orientierung geben können. Und das sollte halt, glaube ich, auch die politischen Verantwortlichen zum Nachdenken bringen, dass die bisherige Strategie im Umgang mit den muslimischen Verbänden Wandel durch Nähe auf ganzer Linie gescheitert ist. Und das hat man ja auch an dem Paradebeispiel vom sogenannten Zentralrat der Muslime, weil der Zentralrat der Muslime suggerierte, dass das der zentrale Ansprechpartner wäre. Das ist er nicht. Gerade, dass so ein Verband wie der Zentralrat der Muslime auch auf politischer Bühne in den letzten Jahren immer wieder hofiert wurde, das hat sich heute in den letzten Tagen leider gezeigt, dass die Hoffnungen, die man an solche muslimischen Verbandsstrukturen gesetzt hat, leider enttäuscht wurden. Und ich habe da auch als deutscher Muslim habe ich eine klare Erwartung auch an allen politischen Verantwortlichen, dass wir, ist zwar ein beflügelter Begriff in letzter Zeit, dass wir eine Zeitenwende in unserer Religionspolitik brauchen. Herr Tromp, was würden Sie sagen? Was wäre die richtige Reaktion jetzt gegenüber den muslimischen Verbänden? Ich glaube, wir brauchen einfach eine neue Konsequenz. Und ich stelle genauso wie der Kollege Fiedler fest, dass wir in den demokratischen Parteien eine große Klarheit und Einigkeit haben, was die Analyse der Situation anbelangt, dass jetzt seit wenigen Tagen auch alle mehr oder weniger mit einer Stimme sprechen und dieses auch zum Ausdruck bringen. Ich muss ganz offen sagen, da gebe ich Ihnen recht, das war noch bis vor wenigen Tagen so nicht der Fall. Wenn man beispielsweise überlegt, dass ein Antrag 2021 BDS zu ächten, ein judenfeindlicher, antisemitistischer Verband, noch nicht mal eine Einigkeit im Bundestag herrscht, nicht mal alle Grünen und die Linksfraktionen, die AfD sowieso, gar nicht mitgestimmt haben. BDS ist eine Bewegung. Das ist eine Bewegung, genau, die zur Blockade von jüdischen Einrichtungen, Geschäften und Ähnlichem aufruft, die wir geächtet haben in einer großen Mehrheit. Aber jedenfalls, die Klarheit hat da immer ein bisschen gefehlt. Auch die Frage, welche Situation ergibt sich in Deutschland durch die Zuwanderung der letzten Jahre. Auch das Thema zugewanderter Antisemitismus. Das war bis vor ein, zwei Jahren, will ich mal sagen, noch ein Thema, wo auch unsere demokratischen Mitbewerber dieses eher negiert haben, vielleicht auch eine gewisse Naivität gezeigt haben. Und das hat sich jetzt zumindest in den letzten anderthalb Wochen geändert. Das sagt der Kollege aus der Unionsfraktion, Alexander Hoffmann, hat heute im Bundestag gesagt, wir haben Antisemitismus über Migration ins Land gelassen. Sehen Sie das auch so, Herr Fiedler? Also das wäre nur ein Ausschnitt des Themas. Im Prinzip wiederholen wir uns. Ne? Also ich verweise nochmal darauf, dass das alles schon aufgeschrieben steht. Ja, ich glaube aus der 18. Wahl, wir haben jetzt die 20. aus der 18. Wahlperiode, gibt es dicke Schinken, wo das alles schon drin steht. Also insoweit kann ich gar nicht, also objektiv stand da schon drin, analysiert, dass in bestimmten muslimischen Staaten antisemitistische Haltungen eben vorhanden sind. Und wenn die Leute zu uns kommen, dann sind die ja nicht weg. Das ist ja sozusagen fast eine Plattitüde und eine Selbstverständlichkeit. Dass das Problem da ist, ist für mich jedenfalls offenkundig. Aber wir haben es dann geschehen lassen. Naja, wir haben es auch teilweise negiert. Also gerade auch aus Ihrer Partei und Fraktion heraus kann ich mich an Debatten erinnern, gerade in der letzten Wahlperiode, wo allein schon die Thematisierung des Umstandes, Sie sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit, kritisiert wurde. Und das ist jetzt sicherlich ein Stück weit anders. Wir
können das Problem auch inzwischen beim Namen nennen. Wenn wir es in Summe ansprechen. Also ich habe ein Problem damit, und das haben Sie gerade richtigerweise gesagt, die AfD spricht eben nur dieses eine Problem an. Wenn wir jetzt sozusagen, es gäbe keinen deutschen Antisemitismus und es gäbe keinen im Links- oder Rechtsextremismus, dann wäre das eben nur eine Verengung dieses Grundproblems. Und das ist, glaube ich, schon, das müssen wir uns schon ehrlich machen. Ne? Und deswegen sage ich gerade, es wird jetzt auch heute Abend nicht dazu kommen, dass wir jetzt sagen, jetzt müssen wir diese eine Stellschraube drehen und dann ist das Thema erledigt. Ganz im Gegenteil. Deswegen habe ich gerade darauf verwiesen, sind ein paar 100 Seiten aufgeschrieben worden dazu. Und im Prinzip müssen wir alle Politikbereiche durchgrasen. Aber dann, das ist sozusagen nicht die kurzfristige Antwort darauf. Ja, warum man nicht besser oder anders gehandelt hat. Also ganz stimmt das nicht. Also ein paar Sachen, das ist nicht so ganz richtig. Also wenn ich jetzt in die polizeilichen Themen hineingucke, dann haben wir vom Bundesamt für Verfassungsschutz extra Lagebilder bekommen. Das war eine dieser vielen Forderungen, also das Zahlenmaterial besser zu gestalten und so. Das ist jetzt nicht so. Also ich habe es mir vor der Sendung extra nochmal durchgeguckt, die Handlungsempfehlung. Und an einigen Stellen habe ich durchaus Haken machen können. Also das würde ich so nicht stehen lassen, als sei da nichts passiert. Okay, gut. Frau, wie sehen Sie es, diese ganze Diskussion über Migranten? Wie finden Sie das? Ist das für Sie ein Problem, dass Sie sagen, das ist der Antisemitismus, der von außen reingekommen ist? Also ich glaube, dieser Tage sieht man Bilder, wo Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen in ihrem Sinne für die Freiheit Palästinas auf die Straße gehen. Wie gesagt, es sind häufig Menschen, die halt seit Generationen schon hier sind. Ja? Also das ist nicht nur irgendwie eine Frage von den letzten paar Jahren. Und ich finde auch, da muss ich Ihnen völlig zustimmen, man kann jetzt auch nicht über Antisemitismus nur aus der muslimischen Community sprechen, weil ich meine, vor ein paar Tagen war der 9. Oktober, da hat sich das Halle-Attentat gejährt und man hat nichts darüber gehört, gelesen. Und die Überlebenden dieses Halle-Attentats versuchen, in die Community auch hineinzuwirken und Resilienz aufzubauen und aufzuklären über Rechtsextremismus und über Kontinuitäten des Antisemitismus in Deutschland. Und im Übrigen muss man auch berücksichtigen, dass auf diesen Demonstrationen auch viele Menschen sind, die keinen Migrationshintergrund haben und die sich auch den gleichen Parolen anschließen und die das toll finden, wenn man zelebriert, dass Juden ermordet werden, was faktisch ja auf diesen Demos auch passiert ist. Deshalb, klar gibt es Probleme. Es gab Fehler vielleicht in der Migrationspolitik, es gab Fehler bei Integrationsmaßnahmen auf jeden Fall. Und da muss man drüber reden und da muss man sich das genau anschauen und das genau analysieren. Und jetzt ist wirklich der beste Zeitpunkt, das zu tun. Ist eigentlich schon viel zu spät, aber ich würde auch sagen, man kann nicht nur sozusagen über diese eine Facette sprechen. Es ist ein Problem, Herr Trom, dass man jetzt im Moment so sehr den Augenmerk eben bringt auf Migranten, auf Muslime und eigentlich die Rechtsradikalen, die Neonazis vergisst dabei. Nein, das darf natürlich nicht passieren. Das tut auch keiner. Im Übrigen haben wir über die in den letzten Jahren sehr, sehr viel diskutiert, richtigerweise, und haben da auch sehr viel unternommen. Ich will das auch durchaus zugestehen, insbesondere auch die aktuelle Innenministerin. Das ist einer ihrer Schwerpunkte gewesen und nach wie vor. Aber momentan sehen wir doch, Sie haben die Bilder gezeigt von Neukölln. Ich meine, da sind es ja überwiegend Personen mit Migrationshintergrund. Und deswegen müssen wir das benennen. Und die Ablehnung des Staates Israels, das Bestandsrecht des Staates Israels, ist in der muslimischen Community 4- bis 5-mal höher als jetzt in der Gesamtbevölkerung. Das zeigen entsprechende Untersuchungen. Und deswegen muss man, ich sage es nochmal, das Kind hier auch beim Namen nennen. Aber es gibt auch Antisemitismus auch von links autonom. Also das Problem denken ist Sie an die Querdenker-Szene, die QN-Bewegung, die ganzen Verschwörungserzählungen. Also wenn wir uns noch einen Moment erinnern, dann stellen wir fest, da gibt es doch noch ein bisschen mehr. Denken Sie an die Mitte-Studie. Also wir haben durchaus kaum wirklich ein Erkenntnisdefizit in Bezug auf das Problem. Also insoweit glaube ich, muss nun jetzt wirklich die Zeit sein, die Konsequenzen dann daraus zu ziehen, sofern sie noch nicht gezogen worden sind. Wissen Sie, was mich auch sehr beschäftigt, ist, dass die größte Mehrheit, würde ich sagen, der Gesellschaft ja durchaus Antisemitismus verurteilt und eben nicht diesem schrecklichen ideologischen Wahnsinn zustimmen würde. Und ich frage mich, warum wir in Deutschland nicht in der Lage sind, die gesellschaftliche Mitte so zu stärken, dass sich Menschen positionieren, dass Menschen klar machen, dass sie den Terror verurteilen, dass sie an der Seite der jüdischen Community stehen, dass sie an der Seite Israels stehen. Warum ist das
gerade bei all diesen Geschehnissen, warum schafft es die Mehrheit der Gesellschaft, sich nicht zu positionieren? Weil das empfinde ich so, und es geht darum, ich kann Ihnen auch konkrete Beispiele nennen. Der Bundestag hat sich so klar bekannt. Genau. Ich kann Ihnen das gerne erklären, was ich damit meine. Und zwar auf politischer Ebene, und da bin ich sehr dankbar, gibt es Konsens darüber, dass man klar an der Seite Israels steht. Und die Reden im Bundestag habe ich verfolgt und die Positionierung der Regierung, alles super, vielen Dank. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich meine aber sozusagen, was ich gesellschaftlich wahrnehme. Ja? Wir haben einen Tag, nachdem die Hamas in Israel eingedrungen ist und Massaker angerichtet hat, Frauen vergewaltigt hat, Babys ermordet hat, all diese Geschehnisse, haben wir einen Tag später eine Kundgebung organisiert in der Hauptstadt Deutschlands, in Berlin. Und es sind mehr Personen gekommen, als ich gedacht habe. Es waren über 2000 Leute da, das ist schon in Ordnung. Aber wenn ich an die Ukraine zurückdenke oder wenn ich an Klimaproteste denke oder wenn ich sogar an die Solidarität mit den Menschen im Iran denke, die Städte waren voll, Menschen sind auf die Straße gegangen, waren bereit, sich zu bekennen. Bei Black Lives Matter haben alle auf Social Media schwarze Kacheln gepostet. Leute haben Ukraine-Fahnen in ihre Bios sozusagen gepostet. Und das war völlig selbstverständlich. Und ich frage mich, warum, wenn es um Juden geht, es so vielen Menschen schwerfällt, so klar Stellung zu beziehen. Mhm. Welche Antwort haben Sie darauf? Das nehme ich persönlich anders wahr, weil die gesellschaftliche Mitte angesprochen wurde. Ich habe volles Verständnis für Trauer, Ärger, Wut, gar keine Frage. Und wir haben in Deutschland ein antisemitisches Problem, nicht nur bei den Zugewanderten, auch ganz klar, aber in der politischen Mitte, nämlich auch in der Bevölkerung, auch bei mir zu Hause und in vielen Gesprächen und Kommentaren und wie auch immer. Und wie äußert sich das? Das Bestandsrecht Israels völlig unstrittig ist und auch völlig unstrittig ist, dass dies Grundlage unserer Gesellschaft und unseres staatlichen Handelns ist und sein muss. Aber wir haben in der Tat Probleme an den Rändern und die müssen wir auch entsprechend angehen. Und da werbe ich auch für eine entsprechende Konsequenz. Ich will aber durchaus nochmal sagen, ich nehme das in der Mitte unserer Gesellschaft sehr wohl so wahr, dass man sehr hinter dem Judentum, der Jüdinnen und Juden und auch dem Staat Israel steht. Aber es gab bisher noch nicht die große Demonstration. Man sieht nicht so viele Israel-Fahnen als zum Beispiel Ukraine-Fahnen. Da hat Frau Jaroslawski ja einen Punkt. Und es gibt auch ganz viel Diskussion, dass man sagt, das war schrecklich, aber das gibt es nach wie vor. Oder wie nehmen Sie es denn wahr? Ja, also ich verstehe den Punkt, den Frau Staroselski da macht, also dass von der jüdischen Community heraus da größere Unterstützung vermisst wird. Ich war am Sonntag direkt an dem nächsten Tag auch auf dieser Kundgebung. Ich habe da auch sehr vermisst, dass es da kaum muslimische Teilnehmer gab in einer Stadt wie Berlin, wo sehr viele Muslime leben. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass nach so einem unvorstellbaren Terrorangriff, den niemand erwartet hat, in dieser Größenordnung, dass da Berlin natürlich noch mehr Menschen eigentlich mobilisiert. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft, aber auch die Politik sollte, glaube ich, diese Gedanken und diese Skepsis von der jüdischen Community auch ernst nehmen und da, glaube ich, auch viel aktiver sein. Natürlich gibt es große Unterstützung, es gibt sehr viele symbolische Gesten, sei es von politischen Würdenträgern und so weiter, ja, aber aus der Gesellschaft selber, aus der Zivilgesellschaft selber, gibt es nicht so viel Bewegung. Das sehe ich auch sehr skeptisch und um nochmal anzuknüpfen an den sogenannten importierten Antisemitismus. Natürlich sind mit den Geflüchteten seit 2015, die ja aus der arabischen Welt kamen, wo antisemitische Stereotype sehr weit verbreitet sind, natürlich sind da auch Antisemiten, haben Zuflucht gesucht in Deutschland. Das muss man halt auch ansprechen können. Aber ich habe ein Problem damit, wenn wir so ein komplexes Thema runterreduzieren auf so eine Formel, weil das Problem ist auch ein deutsches Problem, weil ein türkeistämmiger junger Mensch, der in vierter, fünfter Generation hier lebt, der ist hier zur Schule gegangen, der ist hier sozialisiert, der hat hier die Nachrichten konsumiert, er ist hier sozialisiert, er ist Deutscher, er ist kein Migrant mehr. Wir müssen mit diesen ganzen
Migrationskonstruktionen auch mal aufhören und anerkennen, dass das ein deutsches Problem ist. Es gibt muslimisches Leben in Deutschland, es wird auch in Zukunft muslimisches Leben in Deutschland geben, unabhängig davon, wie die Geflüchtetenzahlen hochgehen oder runtergehen. Es ist eine deutsche Realität, das ist unsere Realität. Und wenn wir von einem importierten Antisemitismus das Thema nur darauf zuspitzen, dann glaube ich, machen wir einen Fehler und wir erkennen die Tragweite des Problems nicht. Herr Fiedler, was würden Sie denn sagen? Was wäre denn oder wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass man, also jetzt ist die Stimmung sehr aufgeheizt, es kann auch noch viel aggressiver werden, aber wie kriegt man das denn hin, mit dem Appell auch es als ein deutsches Problem zu sehen, dass es nicht, eben nicht weiter eskaliert und dass man irgendwie es gemeinsam hinbekommt? Ich glaube, das sind verschiedene Fragen. Also das, was nicht weiter eskaliert, bezieht sich ja auf diejenigen, die den Hamas-Terror jetzt irgendwie rechtfertigen oder glorifizieren oder so etwas. Das würde ich jetzt trennen von dieser Frage, wie man größere Solidarität in der Gesellschaft erzeugen kann. Sie merken auch, ich bin da so ein bisschen nachdenklich, weil meine persönliche Wahrnehmung ist genauso die von Herrn Trom. In meinem Umfeld sind die Stati bei sozialen Medien voll von Solidaritätsbekundungen. Es hat einen in meinem Wahlkreis gegeben, heute in Düsseldorf. Ich glaube, es gibt am Wochenende die nächsten Planungen und so für große Demonstrationen. Insoweit macht mich das so ein bisschen nachdenklich, weil entscheidend ist sozusagen ja, was Sie wahrnehmen. Also und nicht so sehr, was ich wahrnehme. Ich kann Ihnen insoweit ist die ehrliche Antwort nicht die einfache Antwort geben. Ich glaube jedenfalls zu wissen und wahrzunehmen, dass die Masse der Bevölkerung hier völlig eindeutig positioniert ist. Das ist mein Eindruck und das zeigt sich ja auch daran. Man kann sozusagen den Umkehrschluss ja wagen, wenn also diese unglaubliche Mehrheit im Deutschen Bundestag so eine eindeutige Haltung präsentiert, dann repräsentiert jede und jeder Einzelne natürlich die Wahlbevölkerung und würde einen auf die Ohren kriegen, wenn das sozusagen nicht miteinander harmonisieren würde. Also insoweit glaube ich, ist der Grundbefund schon da, dass in Deutschland schon alle die Masse der Bevölkerung ziemlich eindeutig positioniert ist in dieser Frage, den Terror ablehnt, weiß, warum es Israel als Staat gibt und dass Deutschland unverrückbar an der Seite stehen muss und dass wir natürlich alles tun, um Israel und die dort lebende Bevölkerung natürlich zu schützen und auch zu unterstützen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar mit all den Konsequenzen, die das nach sich ziehen kann und mit all der Sorge, die wir damit verbinden. Aber schnell werden dann sozusagen politische Diskussionen da reingemischt. Also empfinde ich es auch, dass man dann auch die Kritik an der israelischen Regierung, an der Art, wie die israelische Regierung mit den Palästinensern umgeht, da wird vieles vermischt. Wie empfinden Sie das denn? Dieses, von wem? Also es ist Also in den Reden des Bundestags war das prompte Gegenteil der Fall. Also in jede Rede, an die ich mich erinnern kann, ist klar gesagt worden, kein Aber, es gibt kein Aber. Mhm. Eindeutig von allen Repräsentanten der Verfassungsorgane ist das unmissverständlich gesagt worden und in den Reden des Deutschen Bundestages auch. Deswegen würde mich interessieren, wer das sagt, da würde ich genau hingucken. Ja, das hatte ich ja vorhin extra noch mal betont, dass ich einen Unterschied mache zwischen der politischen Ebene und der Zivilgesellschaft. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, denn was ja häufig auch passiert, ist, dass in Diskussionen, das nehme nicht nur ich so wahr, sondern viele Jüdinnen und Juden, also in unserem Verein zum Beispiel sind sehr viele Jüdinnen und Juden organisiert. Ich war 4 Jahre lang Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion. Wir haben 25.000 junge Menschen im Alter zwischen 18 und 35 vertreten. Also der Austausch ist da, das können Sie mir glauben. Also eine Frage ist sozusagen, wie viele Menschen kommen zu diesen Demonstrationen, wie viele Menschen sind bereit, sich zu bekennen? Und dann nochmal zu den Diskussionen. Was mich auch sehr wundert, ist, dass es völlig normal ist, die Hamas mit dem Staat Israel sozusagen als Partei gleichzusetzen. Wir haben auf der einen Seite eine Terrororganisation, die in ihren Statuten ganz klar festgeschrieben hat, dass das ultimative Ziel die Auslöschung des jüdischen Staates und jüdischen Lebens ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen jüdischen Staat, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und ich betone nochmal den demokratischen Charakter, weil vor diesen Schreckensbildern, die wir aus Israel gesehen haben, gab es über Wochen, Monate massenweise Menschen auf der Straße, die besorgt waren um die Demokratie im eigenen Land. So viele Menschen, wie dort auf die Straße gegangen sind, habe ich in meinem Leben noch nie in Deutschland gesehen, ja, egal bei welchem Thema. Und diesen Aspekt möchte ich eben nochmal betonen. Und dass man dann sozusagen die Hamas auf der einen Seite, eine Terrororganisation, und die Informationen, die diese Terrororganisation
verbreitet, gleichsetzt mit Informationen, die ein Rechtsstaat auf der anderen Seite kommuniziert. Das finde ich wirklich befremdlich und kann ich nicht nachvollziehen und finde es auch schade, wenn in sozialen Netzwerken Influencer weiter sozusagen aufrufen, mobilisieren, sich pro-palästinensisch zu positionieren. Und ich kann Ihnen sagen, viele Jüdinnen und Juden, die nicht politisch aktiv sind, die auf Instagram nur Bilder aus dem Urlaub posten, kriegen täglich Anfeindungen. Mhm. Nur weil sie Juden sind. Deswegen will ich einfach darauf hinweisen, wir haben auch schon vieles an gesetzlichen Vorschriften gemacht, aber wir haben sie in den letzten Jahren, Billigung von Straftaten beispielsweise, 140 StGB, nicht konsequent genug angewandt, auch gerade in den sozialen Netzwerken. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das heißt, neben der harten Arbeit der Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen, um das da einigermaßen in den Griff zu kriegen, müssen wir verstärkt in die sozialen Medien hineingehen. Mhm. Und all das, wo Sympathiekundgebungen mit der Hamas stattfinden oder gar die schrecklichen Taten glorifiziert werden, all das muss jetzt auch strafrechtlich geahndet werden und nicht nur festgestellt werden und in irgendeine Statistik geschrieben werden, wie wir es vielleicht zu leichtfertig in den letzten Jahren auch selbstkritisch gemacht haben. Ich habe das mal heute so formuliert. Die Staatsanwaltschaften müssen jetzt mal ein bisschen in den nächsten Wochen ihren Schreibtisch freiräumen und Platz und Kapazitäten schaffen, diese Verfahren jetzt prioritär anzugehen, auch mit Schnellverfahren. Die Möglichkeiten gibt es, dieses zu tun, um damit auch klare Signale in alle Communities in Deutschland oder auch außerhalb zu senden. Genau, der Bundesjustizminister hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass er diese Erwartungshaltung bei aller Vorsicht und richterlichen Unabhängigkeit, hat er die nochmal formuliert. Ich finde nur, wir haben noch zu wenig darüber gesprochen, was Sie jetzt gerade sagten. Die Gleichsetzung nicht mit einem Staat, sondern mit dem IS wäre angemessen. Mhm. Also seit über 20 Jahren steht die Hamas auf der EU-Terrorliste, auf der Terrorliste der Vereinigten Staaten. Und wir haben eben, das gehört mit zu der vollständigen Erzählung, uns in diesen letzten 20 Jahren viel zu wenig darum gekümmert, was eigentlich das Durchsetzen dieser Sanktionen hier in Deutschland bedeutet. In Wahrheit haben wir erst, nachdem Putin seinen Angriffskrieg gestartet hat, uns noch mal intensiver damit beschäftigt. Und wir haben jetzt erst tatsächlich durch zwei Sanktionen, Durchsetzungsgesetze dafür gesorgt, dass wir überhaupt auf Bundesebene eine Einheit haben, die sich auf die Suche nach der Kohle der Terroristen macht, um die einzufrieren, um mal jetzt ein triviales Beispiel zu nennen. Das heißt, wir müssen sie natürlich auch, wir haben jetzt viel über Demonstrationen gesprochen, aber wichtig ist, Deutschland darf nicht ein Rühr- und Rückzugsraum für die Hamas bleiben. Und das gilt auch für die Vermögenswerte hier. Also wir müssen uns da schon mal intensiver darüber unterhalten. Und das ist verbunden sozusagen mit der Frage, wie wir mit dem Iran und den Revolutionsgarden umgehen. Das ist ja nicht ganz ohne Beziehungen zueinander. Also der Kontext der Terrorbekämpfung ist tatsächlich der, den wir aufmachen müssen. Und es geht nicht nur um Demonstrationen, das ist alles schon schlimm genug. Wie bekämpft man denn Ihrer Meinung nach am besten den Antisemitismus? Sind Strafen oder Strafandrohungen, wenn man jetzt sagt, wenn Menschen etwas posten, wenn Menschen Juden angreifen im Netz und dann dafür bestraft werden, beeindruckt das? Ich glaube, es gibt bestimmte Akteure, wo es eine Verbotsprüfung schon längst fällig ist. Gerade aus der jüdischen Community gab es ja in den letzten Monaten und Jahren immer wieder die Forderung, zum Beispiel die linksextremistische Organisation Samidun zu verbieten. Mhm. IZH, das Islamische Zentrum in Hamburg, was ja ein Ableger des Teheraner Regimes ist. Aber Verbote ist das eine. Aber durch ein Verbot verschwinden die Akteure ja nicht. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Vor genau 20 Jahren wurde die extremistische Kalifatsbewegung Hizb ut-Tahrir von dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily verboten. Das ist schon 20 Jahre her. Und wenn Sie sich anschauen, wie aktiv die Hizb ut-Tahrir-Strukturen heute sind, auf Social Media, sie haben sehr reichweitenstarke Plattformen, die heißen Realität Islam, Generation Islam und Muslim Interaktiv. Die sind seit 11-12 Tagen die Jugendlichen systematisch am Aufhetzen und sie mobilisieren diese Menschen. Es gibt aber de facto ein Betätigungsverbot. Das heißt aber nicht, dass sie immer noch nicht die Menschen mobilisieren können. Die sind heute stärker als vor 20 Jahren. Also Verbote sind sehr wichtig, aber ich glaube, wir müssen zielgerichtetere Angebote an politischer Bildungsarbeit an muslimische Jugendliche, die empfänglich sind für solche Rattenfänger, ausbauen. Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Und es braucht
mehr Aktivität aus der muslimischen Zivilgesellschaft. Diese Aktivitäten werden nicht aus der Richtung der großen Verbände kommen, aber auch die anderen Muslime. Muslime in Deutschland müssen sagen, die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland ist auch unsere Verantwortung. Mit dieser ich glaube, es gibt genug kluge Köpfe in der muslimischen Zivilgesellschaft, die vor diesen Problemen immer auch hingewiesen haben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sage ich auch weder in die Richtung der einen Partei oder in die andere Partei. Ich bin ja auch politisch aktiv in einer Partei, aber das ist Partei bei der FDP in der Organisation Liberale Vielfalt. Genau. Ja. Ich bin auch FDP-Mitglied, aber ich musste auch selbstkritisch auch als FDP-Mitglied sagen, parteiübergreifend war das ein blinder Fleck. Und da müssen wir, glaube ich, gerade die politischen Verantwortlichen, glaube ich, jetzt die momentane Situation sehr gut aufarbeiten und die richtigen Schlüsse ziehen, weil wir haben ja auch die russische Einflussnahme jahrelang verschlafen. Also das ganze Thema Social Media ist ein Riesenproblem. Wie kriegt man das in den Griff? Also hat man dafür überhaupt die Kapazitäten, Herr Fiedler, um das wirklich zu... Sie sind inzwischen zumindest gut organisiert. Man darf an der Stelle durchaus auf türkische Staatsmedien hinweisen, die 24/7 im Prinzip antisemitische Hetze und Propaganda vertreiben. Und TRT Deutsch hat auch ein Berlin-Büro. Das hatte ich im Sinn, genau. Diesen Sender. Ja. Aber bezogen zumindest auf die Fälle, wo Strafrecht überschritten ist, haben wir durchaus jetzt inzwischen schon seit einiger Zeit ganz gute Strukturen aufgebaut, indem wir einen zentralen Prozess über das Bundeskriminalamt organisiert haben und insoweit die Wahrscheinlichkeit erhöht haben, dass diejenigen auch tatsächlich hinterher vor dem Richter landen, um es mal kurz zu beschreiben. Also die Prozesse sind da und funktionieren, glaube ich, sehr, sehr gut. Wobei ich darauf hinweisen will, nochmal auch durchaus selbstkritisch, dass wir uns vielleicht auf andere Dinge in der letzten Zeit konzentriert haben. Hass und Hetze, insbesondere aus dem rechtsextremen Bereich. Auch Thema... Ja, auch antisemitisches. Ja, ja, aber nochmal, wir haben uns nicht so sehr auf die Hass und Hetze jetzt speziell gegenüber Israel und Jüdinnen und Juden konzentriert. Auch bei unseren Sicherheitsbehörden, jedenfalls was die Bekämpfung anbelangt. Wir haben heute Innenausschuss gehabt. Dann hieß es, es sind 720 Straftaten festgestellt worden in den letzten Tagen, vor allem versammlungsrechtliche Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Keine einzige Feststellung der Straftat, Billigung einer anderen Straftat, also der schrecklichen Terrorakte in Israel. Da erwarte ich mir mehr, da auch mehr ein Augenmerk drauf zu legen. Und das ist in den letzten Jahren hat zu wenig stattgefunden, gerade im antisemitischen Bereich. Und da gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Es gab heute einen von der Berliner Initiative House of One. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Religionen, Muslimen, Juden und Christen. Von dieser Initiative haben sie einen Friedensappell gestartet, haben gesagt, wir trauern mit allen Opfern und müssen versuchen, aus dieser Spirale der Gewalt herauszubrechen. Wie wichtig ist das oder welche Chance sehen Sie überhaupt, dass Muslime und Juden gemeinsam trauern? Erstmal, Spirale der Gewalt ist so absurd und ich bin fassungslos darüber, dass immer wieder irgendwie die Rede von Spirale der Gewalt ist. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was passiert ist und wer wie agiert hat. Die Hamas hat Israel überfallen und hat über 1000 Personen ermordet, brutal ermordet, Zivilisten, junge Menschen, die auf einem Festival waren, die gefeiert haben, die das Leben genießen wollten. Auch Freunde von mir waren da dabei, die haben diesen Schrecken erlebt, die werden traumatisiert für ihr gesamtes Leben, die haben Gott sei Dank überlebt. Also ich hatte es vorhin schon versucht zu schildern. Und diese Hamas-Terroristen haben teilweise mit einer GoPro-Kamera das alles gefilmt, auf den eigenen Kanälen verbreitet. Die Hamas-Terroristen haben Familienangehörigen von Terroropfern Videos geschickt, wie sie ihre Familienangehörigen im Moment ermorden. Und das haben die über den Account der Person an die Familienangehörigen geschickt. Also diese Bestialität, diese Brutalität, dessen muss man sich erstmal bewusst werden. Und dann haben wir jetzt schon oft gesagt, wir stehen an der Seite Israels. Israel hat
nicht nur das Recht, sondern die absolute Pflicht, die eigenen Bürger zu schützen und sich gegen Terror zu verteidigen. Und es ist aktuell nicht ein Kampf Israel versus irgendwie Palästina oder so, sondern Israel verteidigt sich gegen Terror. Und dass Menschen in Gaza leiden, ist schrecklich und fürchterlich. Und ich fühle mich wirklich schlimm. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch hier empathisch zu sein. Weil die Menschen in Gaza können nichts dafür. Mhm. Und sie werden von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht. Also die Zivilisten sind der Hamas leider wirklich auch egal. Denn in der Ideologie heißt es auch, wer für Palästina stirbt, ist ein Märtyrer. Und deshalb, wenn man über die Spirale der Gewalt spricht, ist das so nicht zutreffend. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Palästinenserinnen, Palästinenser und Jüdinnen und Juden aufeinander zugehen können und dass sie miteinander sprechen können. Mhm. Aber wissen Sie was? Ich sehne mich nach einer Kundgebung, wo es um ein freies Palästina geht, wo der Hamas-Terror verurteilt wird. Das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist das Problem. Und ich kann Ihnen sagen, solange es keine vielleicht auch Handreichung geben wird oder solange auf diesen Kundgebungen, wo es vermeintlich um Palästina geht, solange dort kein Raum ist, wo Hamas-Terror verurteilt wird, wird es keine Aufeinanderzubewegung geben. Wir sind am Ende dieser Runde, sicherlich nicht der letzten Runde, wo wir darüber gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Fiedler, Frau Staroselski, Herr Trohm und Frau Herr Güvercin. Und ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen reden wir auch wieder über dieses Thema, über den Krieg in Nahost. Und wir fragen dann, ob eine Deeskalation noch möglich ist, eben weltweit. Ich hoffe, Sie sind dabei. Jetzt geht's weiter, der Tag mit Hans-Werner Fittgau. Bis dann. Tschüss. Phoenix. Phoenix, der Tag. Die Spätausgabe aus dem Bonner Phoenix-Studio. Liebe Zuschauer, guten Abend.